starten wir mal rein in die Sendung. Wir alle haben uns gewundert, wenn wir beim Griechen waren und nett gegessen haben, gab es hinterher immer den Uso. Und wir waren so naiv und haben geglaubt, der ist umsonst. Beim Italiener ging uns das genauso. Nach der Pizza haben wir uns gefreut über den Grappa. Der geht aufs Haus, auf die Rechnung geschaut, der steht nicht drauf. Von den Griechen haben wir bereits vor einem halben Jahr die Rechnung bekommen. Die italienische Rechnung, die flattert auch schon so langsam hinein. Da stellt sich natürlich die Frage. Die Griechen und die Italiener haben sicherlich über ihre Finanzen gelebt. Sie haben sozusagen bestellt und alles einfach auf den Deckel schreiben lassen. Und jetzt fragt man natürlich, wer will bezahlen? Wir haben uns mal umgehört hier in Altenburg, was sagen eigentlich die Altenburger? Sollen die Deutschen noch eine Runde geben oder nicht? Das sind ihre Antworten. Deutschland bürgt mit Milliarden dafür, dass Griechenland seine maroden Staatsfinanzen sanieren und im Euroraum bleiben kann. Argumentiert wird, dass die europäische Integration insgesamt auf dem Spiel steht. Halten Sie das für richtig? Also so richtig finde ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube nicht, dass wir da irgendwie weiterkommen mit der ganzen Sache. Wir schütten viel ein und am Ende wird, das ist ein Topf, wo unten ein Loch ist, was oben rein und wieder rauskommt. Ich glaube nicht, dass das groß was bringen wird. Es ist so, dass jedes Land ja schon sich verantwortlich sein sollte, aber die EU ist eigentlich insofern gut, dass es eine stärkere Gemeinschaft ist, gerade auch gegenüber den anderen großen Wirtschaftskräften, jetzt wenn man jetzt an China denkt oder USA oder sowas. Ich denke schon, dass es in Ordnung ist. Der Euro scheitert. Ich denke mal, kommt Inflation oder dass das ganze Geld verloren geht, dass das weiter am Wert verliert. Jedes Land sollte seine Währung behalten oder zurückkriegen und dann wäre das nicht. Kann immer abwerten. Wenn jetzt der Grieche seinen Drachen wieder hätte und hat Schwierigkeiten, könnte er abgewertet werden. Und da würde nicht der ganze Euro kaputt gehen. Ich würde mal sagen, wir haben in unserem eigenen Land erstmal viel zu tun. Wir haben viele Arbeitslose und also ich bin nicht davor. Die sollen rausgehen, die sollen ihres machen. Und wir machen unseres. Und ich würde mal sagen, wenn uns jetzt so was passieren würde, wer hilft denn uns? Uns hilft niemand. Gell? Und das ist, wir stehen da. Da kommt kein Griechenland und sagt, ihr habt dann mal ein paar Euros oder was, dass es euch mal besser geht. Nee, ich bin dagegen. Meinen Sie, dass in Deutschland ausreichend über die Frage debattiert wird und der Deutsche Bundestag ausreichend mitreden kann? Die Frage beantworten ist schwierig, aber trotzdem. Ich würde mal sagen, die wissen ja selber nicht untereinander, was so passiert. In gewissem Sinne ja oder jein würde ich das. Also bin ich, darf ich ehrlich sein, Frau Merkel ist nicht meine Freundin. Nee. Der Bundestag hat es ja eingefordert und meines Wissens ist wohl das so, dass das Kabinett das auch berücksichtigt, das Bundeskabinett. Von daher denke ich schon, dass das Parlament genug berücksichtigt, der Punkt findet jetzt. Naja, manchmal vielleicht, aber nicht immer. Und dann ist auch sehr wankelmütig. Immer sagt es so, immer sagt es so. Ja? Vertrauen Sie der Spitze eigentlich noch? Das ist eine kritische Frage, gell? Ja, also so hundertprozentig nicht mehr. Ja, dazu passt gleich die erste Frage, die wir per Fax bekommen haben. Sie kommt von Christian Zemisch und ich stelle sie mal an den Mann, der sich mit Geld am besten auskennen muss, unser Finanzminister Dr. Wolfgang Voss. Werden wir in 5 Jahren noch mit dem Euro, den wir heute haben, zahlen? Ich denke schon, dass wir das werden. Es ist ja interessant, die Bürger begegnen ja dieser Entwicklung weitgehend mit Skepsis. Und das kann man auch sehr gut verstehen, weil letztlich habe ich mir auch vor 10 Jahren sicherlich niemand von uns vorstellen können, dass ein Staat, ein ganzer Staat pleite geht. Und man liest ja momentan auch über Italien. Das ist schon unvorstellbar. Und insofern verbreitet sich natürlich hier Angst und Skepsis. Und es ist ja auch richtig, was die Frau sagt. Ich sage, wir haben uns halt auch anstrengen müssen und das Gleiche wird von anderen jetzt auch eingefordert, das ist ganz klar. Aber
Ich glaube, aus übergeordneten Gesichtspunkten müssen wir den Euro und den Euroraum Europa insgesamt überhaupt retten, weil ich meine, Europa nützt uns von der Friedensseite her, Europa nützt uns auch wirtschaftlich gesehen. Und insofern denke ich, dass es jede Menge Anstrengungen geben wird, um die Dinge sanft ablaufen zu lassen. Aber es ist vollkommen richtig, momentan sind es Garantien. Und wenn eben einige Dinge fällig werden, dann geht es ans Bezahlen. Und das ist natürlich nicht so schön. Eine andere Aussage würde ich treffen, ob Griechenland in 5 Jahren noch dabei ist. Da mache ich mal also dann doch ein Fragezeichen. Also die Eurozone ist meines Erachtens nicht so instabil. Ich glaube auch nicht, dass wir Angst haben müssen um unser Geld. Aber ob noch alle dabei sein werden, da habe ich doch manchmal ein Fragezeichen.